Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie eine Tiefkühlpizza zubereitet. Als allererstes, ihr nehmt die aus dem Gefrierfach. Wenn ihr ein Gefrierfach habt, dann nehmt ihr das hier raus, zack. Legt die erstmal hier hin, so als Vorbereitung. Dann macht ihr das ganze Gerät auf, packt das raus, dann macht ihr die Folie ab. Wenn ihr die Folie abgemacht habt und von ofenfrische Pizza gekauft habt, dann habt ihr unten hier noch eine Pappe dran, die müsst ihr ebenfalls noch abmachen. Das geht ganz leicht, ist sie ab. Dann habt ihr hier Backpapier drunter, das müsst ihr nicht abmachen, könnt ihr abmachen. Wenn ihr kein Backpapier habt, dann könnt ihr es dran lassen. Wenn ihr Backpapier habt, dann könnt ihr es trotzdem dran lassen. Dann packt ihr es rein, macht zu, stellt auf Umluft oder halt Ober-Unterhitze, was ihr halt wollt. So. Machen wir das hier, ich glaube, das ist schlauer. Und dann schaut ihr hinten drauf, halt das oder das. Schaut ihr auf euren Ofen, welches Symbol ihr habt, dann macht ihr das Symbol. Dann die Gradzahl. Ich habe jetzt den Lüfter, das sind 230 Grad. Stellt ihr hier ein, 230 Grad. Wenn ihr die 230 Grad eingestellt habt oder je nachdem, wie viel bei euch ist, schaut ihr drauf, wie lange es gebacken werden muss. Hier sind es jetzt 12 bis 14 Minuten. Da ich es nicht vorgeheizt habe, sind es mindestens 14 Minuten. Also ihr müsst nicht vorheizen. Vertraut mir, vertraut nicht denen. Das ist die Regierung und die hat immer Unrecht. Macht's gut, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, macht die Glocke aktiviert. Man sieht sich.